Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wie gesagt, letztes Mal haben wir den Stall aufgebaut und heute möchten wir uns hoffentlich ein bisschen dran beteiligen, dass wir die nächsten Schaltkreise kriegen. Dass wir hier den da und den da beschleunigen können, weil das ist momentan das größte Nadelöhr, was wir haben. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, ich könnte es jetzt verbreitern, aber da müsste ich jetzt hier alles wirklich. Ich muss da mal gucken, weil sonst muss ich da wirklich alles umbauen. Weil das ist ja auch wichtig, dann irgendwann von Bahnhof. Beziehungsweise, ich bin auch so ein Bahnhof, Leute. Sagt mir keiner was. Lassen mich einfach. Bin mal gespannt, weil wir sich bestimmt schon gefragt haben, warum baut er keine zweite Linie hin? Ja, habe ich mich auch gerade gewagt. Also das da, das Nadelöhr haben wir schon mal beseitigt. Jetzt haben wir da noch ein größeres. Ja. Kennt man ja nicht anders. Oh, das nächste ist leer. Alles, was leer ist, muss weg. Das wird jetzt immer mehr länger brauchen. Immer mehr länger. Heute habe ich Buchstabensalat. Also der Buchstabensuppe essen. Kommen Sie zurück, die Buchstaben. Und zwar, wir wollen ja jetzt als nächstes herstellen Kunststoffe. Und jetzt brauchen wir die erweiterte Elektrotechnik. Das ist das hier. Ich hoffe, dass das alles ausreicht. Okay, also um jetzt die Kunststoffe zu bauen. Da. Dafür brauche ich Kohle und Flüssiggas. Genau. Um Flüssiggas herzustellen, brauche ich, soweit ich weiß, erstmal eine Ölraffinerie. Die bauen wir jetzt mit der Hand. Und eine Chemiefabrik bauen wir auch mit der Hand. Dann hätte ich gesagt, stellen wir die auch gleich so hin. Ich schließe dich dran an. Du machst jetzt grundlegende Ölverarbeitung. Du machst Flüssiggas draus. Dann habe ich ja schon gesehen, dass ich die Pipes habe. Die stecke ich jetzt einfach mal hier rein. Und dann arbeite da dran. Das Chemiewerk müsste jetzt auch schon fertig sein. Da ist es. Hätte ich mal gesagt, drehe ich mal um. Lassen wir erstmal hier. Nächsten dran. Nächsten Rohre dran. Und du machst jetzt mir hier bitte Kunststoff. Lassen wir dich ein bisschen arbeiten. Und wir stellen unseren ersten Kunststoff her. Diesen Salat hier aufzuräumen, das wird auch noch witzig. Habe ich hier noch vielleicht welche drin? Ja, 10 Stück. Dankeschön. Dann kann ich hier gleich wieder das reinfeuern. Kann ich hier. Reichweite. Das reinfeuern. Das da kann ich da reinfeuern. Machen wir auch gleich noch das. Alles gut. Okay, da fehlen mir, sage ich doch, Knickarme schon mal wieder. Okay. Wie viel haben wir denn eigentlich noch hergestellt? 266 von den Grünen. Und 328 von den Roten. Ja, bevor ich mich jetzt erstmal darum kümmere, ne, jetzt muss erstmal das alles sauber laufen. Wie gesagt, ist das traurig.
Jetzt arbeiten nur noch die. Aber dafür arbeiten wenigstens die sauber und alle. Das ist mal die Frage, wenn ich jetzt diesen Balancer eigentlich baue. Bauen wir mal schnell ein. Oder zwei. Kann ich die unten eigentlich aufstellen? Nee. Also das heißt, das müsste ich oberirdisch machen. Was ich jetzt halt auch machen könnte, ich könnte jetzt halt rüberfahren und sagen, okay, du läufst jetzt drin zurück. Oh, und die fortgeschrittene Elektrotechnik ist fertig. Super. Das ist das, was uns jetzt schon mal weiterbringt. Dann machen wir jetzt mal die Advanced Fruit Handling. Das auch läuft. Und wir schauen mal, was wir jetzt alles brauchen, um die nächsten Circuits herzustellen. Dafür brauche ich Kupfer, dafür brauche ich Quarz und ich brauche dafür Plastik. Können wir gleich die nächste Kohle reinfeuern. Ja, aber da, wie gesagt, da wird die Geschwindigkeit der Pumpen des Nadelöhr sein, vermutlich eher da. Aber reicht erstmal. Wie gesagt, brauche nur ein paar Schaltkreise. Ich will ja nur die anderen zwei Teile herstellen können. Dann packen wir mal jetzt die Hälfte rein. Sehr geschwindigkeitsbedacht. Ich brauche dich. Okay, ich brauche Eisenplatten. Ich brauche die erste Stufe. Die baue ich aber gleich ab. Egal, dass die mal eine Sekunde lang nicht läuft. Jetzt auch einiges an dem Material dabei. Okay, dann gehst du bitte hier rein. Zahnräder gehen hier rein. Ich habe sogar 6. Ha! Brauch sogar 2. Oh. Klasse. Sehr schön, sehr schön. Dann hätte ich gesagt, machen wir. Ja, nicht in Crafting Speed. Ich produziere dann doch ab und zu mit den Händen. Und ich sehe gerade, der braucht 3000 Jahre. So, aber unser Nadelöhr müsste jetzt eigentlich verbessert werden. Ja? Rauscht schon mal besser. Aber ich bin jetzt gerade beim Überlegen. Ich mach das weg hier. Okay, dann habe ich jetzt von dem. Nee, du kommst so hin. Ach, die hat er mir jetzt wieder weggenommen. Ach nee, ich habe einfach nur falsch gedacht. Auch noch mal 4. Muss ja sowieso noch die anderen Dinge da herstellen.
Dauert nur ewig. Dann mag ich es eigentlich nicht mit der Hand. Aber naja. Hier alles rein. Echt ein Stück. Und eine Zahnräder mehr? Eine Zahnräder mehr. Jedenfalls doch, habe ich sie nicht gesehen. Dann ist das auch. Dann machen wir noch das Mining. Weil das mache ich jetzt weitaus weniger. Wenn ich mir vorstelle, das sind schon wieder 12.000 drin. 12.000 drin, 5.000 drin, 8.500 drin. Ich wollte mich nicht beschweren, dass ich nichts habe. Apropos beschweren, dass ich nichts habe. Wir machen mal gleich ein paar Mauern bei, sonst beschwere ich mich, dass ich da keine mehr habe. Auch gleich aufräumen, weiterarbeiten. Bauen wir 666 Stück. Drei Stück fertig. Jetzt habe ich sechs. Ich hoffe, es reicht. Weil normalerweise dann macht dann auch Sinn, dass wir den Balancer schon mal nach unten verfrachten. Balancer Part. Okay. Das ist schon ein bisschen nicht seltsam, aber oh, können ja auch durchlaufen. Beziehungsweise nein, können sie nicht. Ich hält. Also als allererstes brauche ich jetzt schon mal den da. So, die 13 Stück wieder raus. So, dann brauche ich jetzt den nächsten hier. Ja, vor allem, der kann jetzt auch schon mal 10 auf, oder? Der konnte der auch vorhin schon 10 aufnehmen, ich weiß es nicht mehr. Ah, aber der haut jetzt dann mal da ein bisschen was raus. Ne, die will ich eigentlich nicht. Ja. So, aber ich kann jetzt hier die da reinlegen. Und dasselbe kann ich auch hier machen. Kann das nämlich wieder befüllen. Kann jetzt auch die reinlegen. Ja, so kann man nämlich sein Inventar auch ein bisschen leer kriegen. Zack. Ah, und den Rest machen wir jetzt hier. Perfekt. So, das Mining haben wir. Jetzt haben wir noch ein Movement Speed. Machen wir den auch noch. Oh, und dann haben wir jetzt dann davon 4 Stück. Die kommen jetzt dann so hin. Und jetzt kommen die dahin. Klack, 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 klack. Jetzt habe ich nämlich nicht das Problem hier, dass ich hier komplett überladen wäre. Habe ich höchstens das Problem,
sozusagen einmalig, weil ich jetzt ja denn die ganze Zeit wieder welche kriege. Ah, du machst mir jetzt auch nochmal. 4. Und ich wette, der dreht hier wieder falsch. Das könnte ich hell sehen. Ah, okay, die muss ich andersrum drehen. Gut. So, aber jetzt hauen die auch noch schneller rein. Aber wie gesagt, ich sehe halt leider nicht, welcher das ist. Wenn ich schlecht gewesen, wenn die jedes Tier anders geheißen hätte. Ja, man kann nicht alles haben. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal hier sozusagen diesen Punkt verschnellert. Das heißt, jetzt kommen die Viermer hier schneller an. Und dann wird es jetzt alles hier schön brav verteilt da oben. Aber ich bin jetzt gerade beim Überlegen. Macht es vielleicht Sinn, es anders zu machen, oben zu machen? More insert das, ja, der ist billig. Hau mal durch. Es gibt zwar noch bestimmt genügend Sachen, die wo ich erforschen müsste, könnte, sollte. Aber wir können auch mal den kleinen Kram jetzt erstmal wegkriegen. Okay. Dann habe ich ja jetzt dann hier diesen Bereich fertig. Dann habe ich jetzt da oben ja den Bereich, der jetzt dann anfängt, mir die Sachen zu transportieren. Das heißt, ich komme jetzt dann hier das erste Mal an und baue dann meine Sachen auf. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Blaupause rein. Dann nehme ich meinen City Block. Dann brauche ich den normalen. Und dann lassen wir mal loslegen. Ich bin mir sicher, dass der zu wenig ist. Ich renne mal schnell weg. Vielleicht kriegen mich die Roboter nicht. Nee. Noch schneller. So, der ist weg. Der ist weg. Haben wir hier noch. Die Maschine kommt dahin. Das heißt, du produzierst mir jetzt bitte den Steinkies. Nehme ich mir mal 250 raus. Ich komme ja gleich wieder. Ihr seid nervig, ihr Robbys. So, der pusht jetzt mal richtig durch, weil, wie gesagt, die werden mir bestimmt nicht reichen. Deine reichen wir. Aber auch hier. Produziert nichts mehr. Voll. So, 304, das müsste jetzt wieder reichen. Ja. Ich komme ja schon. Kleine Nervsägen. Danke. Dann hätte ich gesagt, die Reverse Factory Nummer 2. Dann lassen wir mal hier alles sauber aufbauen und abarbeiten. Da unten haben wir Steine. Können wir mal schnell wegklopfen. So, lassen wir sie arbeiten. Können wir eigentlich demnächst mal verbauen. Also teuer sind die doch nicht, oder? Ja, Eisenplatten, Eisenräder und elektronische Schaltkreise. In der Version sind sie billig. Das heißt, wir werden jetzt ja versuchen, die erste Produktionslinie aufzubauen. Ja, bevor ich Kupfer herstelle, machen wir das schon mal. Hahaha.
Das andere ist ja Quatsch. So, dann machen wir gleich die Assembler. Ich bin jetzt halt auch gerade beim Überlegen, aber eigentlich hätte ich gesagt, wäre jetzt eigentlich hier die Grundmaterialienproduktion das Beste. Also das heißt, hier stelle ich jetzt her Zahnräder, Kupferkabel. Und dann mal gucken. Und ich hätte gesagt, ich mache dann in dieser Reihe hier die nächste Transportlinie, also die nächste Main Lane oder Secondary Lane, wie man jetzt sagen oder auch nicht sagen kann. So, jetzt ist er eigentlich fertig. Seid ihr glücklich? Ja, schön. Dann hätte ich gerne den Bereich jetzt auch noch. Sorry, Matt. Licht ist schon an. Nein, mir werden aber die großen Funktürme ausgehen. Ausbauen. Ja, ausbauen, abbauen. Ausbauen. Auch so ausbauen. 16 Stück haben wir. Wie gesagt, hau mal rein. Du auch. Oh, 32 Stück einstecken. Okay. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir auf jeden Fall noch. Dann mache ich jetzt auch mal schnell 10 Stück. 2. 20. So, wenn ich jetzt. Dann kommst du nämlich daher mit dem Tor. Dann haben wir jetzt den Assembler fertig. Fluid Burning Furnace. Das heißt, da kann ich jetzt dann mit Gas oder sowas arbeiten, oder? Momentan habe ich nicht so viel Gas übrig, dass das Sinn machen würde. Aber Pumpen 2 macht Sinn. Okay, dann haben wir jetzt genügend Tore erstmal. Also hier mache ich jetzt zu. Und da lasse ich noch offen. Weiß noch nicht, weiß. Wo es definitiv hinkommt, ist hier Tor. Und hier Tor. Ja, das heißt, ich müsste jetzt dann auf jeden Fall anfangen, mal die nächste Stromtrasse zu entwickeln. Die war hier unten. Kostet 150, bin ich dann auf einer Reichweite von 40 Metern. Glaube ich, brauche ich sogar dann die nächste Stufe noch und da ist es schon blau. Haha. Aber da bin ich dann, glaube ich, bei 50. Ah, ich habe 48 oder sowas. 46. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Sind 10 weniger. Könnte reichen mit 40. Da wäre der Mittel nämlich weg. Alles klar. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir kommen jetzt dann oben an. Dann wird es ja alles schön brav reingebaut. Das mal abbauen. Und ich auch gleich. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein erstes Eisen. Da kommt hier mein Eisen rein. Zwei Platz, ja, reicht. Vollkommen. Da eins, auch gut. Okay, also das heißt jetzt, hier kommt jetzt mein Eisen rein, weil ich brauche hier Zahnräder. Muss es nur richtig dran denken. So, dann brauche ich auf jeden Fall,
Habe ich jetzt eigentlich schon die nächste Stufe? Ja, die Knickarme habe ich auch schon. Ehrlich gesagt, hauen wir die da auch gleich rein. 5 Handling haben wir, dann kommen die nächsten Öltürme. Die nächsten 4. Das ist soweit in Ordnung. Ne, ich muss so anfangen. Ja. Die müssen jetzt erstmal überlappen. Und die auch. Extrem. Ah ja. Bräuchte man die nächsten. So, und das heißt dann, hier kommen sie dann rein. Bis hierhin. Ah, ich müsste eigentlich fast. Nee, das machen wir. Muss ich. Ausschneiden. Ihr müsst einen weiter rüber. Ich mache jetzt einfach mal hier die gelben. So, und dann gehen die runter. Wie gesagt, wird dann erst interessant, wenn jetzt dann der auch weg ist. Weil dann kann ich sogar das alles abreißen. Okay, dann kommst du auf jeden Fall hier raus. Ich brauche neue Bänder. Und zwar rot. Hundertvierundachtzig davon. Okay, und jetzt machen wir noch die Elektrotechnik. Dann schauen wir mal, dass wir die nächsten 500 noch kriegen. Davon die Hälfte. Wie viel habt ihr? 200, passt. Hier habe ich gar nichts. So, Hälfte rein. Brauche auch Zahnräder. Daher Nadelöhr. Heißt 255 kommen runter. Ihr kommt rein. Und ihr kommt auch rein. Wieder raus. Und das kommt weg. Neunundvierzig Stück hat er machen können. Das ist gut. Das müsste reichen. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist den da einmal. Ja, wenn man das gewöhnt ist, dass man quer gehen kann. Vielleicht baue ich dann doch da Tore rein. Von hier 1, 2, 3, 4. Woran liegt es, dass ich es nicht mehr bauen kann? Holz. Nö, Holz kann es nicht leiden. Stein. Stein ist es. So, dann gehen wir jetzt nämlich hier. Hier rein, hier raus. Ja. Ich brauche Stahlkisten.
Mach mal 5. Verfrachte jetzt einfach mal dahin. Alles wegräumen. Perfekt. So, dann können die jetzt nämlich auch weg. Dann wird es umgedreht. Komm. Wir machen erst noch gelb. Die können wir ja schon mal auf die nächste Generation machen. Auf jeden Fall muss ich dann hier das machen mit geht rein. Über. Zwei Stück habe ich. Wir lassen laufen. Du gehst rein. Wir gehen runter. Runter wird rot. Wir sind hier angekommen. Oh Gott, dann bist du der da und du bist der da. Dann hätte ich gesagt, reicht sogar der. Komm wieder raus. Dann nehme ich dich und pack dich in die Kiste. Haben wir nämlich jetzt alles schon mal sauber und die ersten Eisenzahnräder haben wir schon mal komplett in der Vollproduktion. Perfekt. So, und dann hätte ich gesagt, die zwei Räume auch noch ab. Haben wir beides. Sehr gut. Das erledigt, das erledigt, das erledigt. Den lasse ich auch noch mal mit Zahnrädern laufen. Na, den nächsten vier. Er da. Gerade wie gesagt, sind sogar 6. Eine Stunde noch. Nur Eisen leer. Wisst ihr noch, wie wir das Problem hatten, dass hier zu wenig Eisen ankam? Jetzt haben wir das Problem, die sind zu langsam zum Verarbeiten. Kann ich sogar schon langsam anfangen, hier mal alles auf Fastbelt umzustellen. Da kann ich wieder Zahnräder reinhängen. Und hier muss ich auch Zahnräder reinhängen. So, meine Electric Poles sind fertig. Das ist super. Können wir das jetzt so ohne Automatisierung Nummer 3, jawohl, auch gleich anfangen.
Das heißt jetzt für mich, ich brauche einfach mal irgendwo noch mal eine kleine Fabrik. Da fragt man nicht dahin. Und zwar, ich möchte jetzt eigentlich haben den hier. Da holen wir uns jetzt erstmal aus der Kiste da oben. Den, dann brauchen wir ein bisschen Stahl. Und dann, ja, eigentlich alle großen Strommasten, die ich habe, gleich umarbeiten. Haben wir das? Sind die von der. Schon gedacht. So, das heißt, jetzt du kommst dahin. Tue ich dich mal weg. Will jetzt einfach nur wissen. Nein, er schafft's nicht. Also da brauche ich die nächsten. Schade, schade. Bin ich mal gespannt. Machen wir mal schnell einen Test. Wenn ich jetzt dich aufstelle. Okay. Du willst mich verarschen, oder? Habe ich auszusehen, welche einstecken? Ich kann nicht mal Kupfer einstecken. Das ist Mist. Aber dass der das nicht mitkriegt, dass die reichen? Sollten? Auch Kupferkabel. Auch Kohle. Ich brauche alles Mögliche. Arbeite. Arbeite, du faules Stück. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, vor allem, wenn ich beide wegräume. Ja. Falsche Taste gedrückt. Das Lustige ist, wenn ich die miteinander einfach loslaufen lasse, funktioniert's. Der war clever. So, das heißt jetzt, du kommst dahin. Kabel nicht lang genug. Wieso ging es jetzt gerade hier? Ah, da ging es auch nicht. Nein, also ist definitiv zu gering. Also liegt nicht am Kabel, sondern liegt definitiv an. An der Technologie. Aber wir arbeiten dran. Wir machen längere Kabel draus. Das ist sehr, sehr gelacht. Mir sind die roten Flaschen ausgegangen. Okay. Auch mal was Neues. Zweihundertfünfzig Stück. Zahnräder. Eisenplatten. Alles.
Alles, was mit rein nicht auf dem Baum ist, brauche ich jetzt. Ja, okay, aber man merkt es halt, ne? Also wenn wir da läuft, dann laufen wir denn doch die großen Forschungssachen. Und dann ist es ganz schnell mal aufgeräumt, ne? Stein. Auch Kohle, ich hält. Nächste ist leer. So, Automatisierung 3 ist abgeschlossen. Das heißt, achso, das ist Vehicle Solar. Normales Solar könnten wir jetzt eigentlich auch anfangen. Das heißt, wir könnten dann auch mal langsam anfangen, von der Kohleverstromung wegzukommen. Ich weiß. Ich habe nicht mal angefangen, die Kohle richtig abzubauen. Das heißt jetzt dann für mich, ich habe den nächsten Drill, könnte ich noch erforschen. Machen wir. Ich wollte Kohle abgeben. Vielen Dank. Das letzte. So, das war jetzt einiges an Kohle, was da weggegangen ist. Das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall auch bald einen vernünftigen Zusatz. Eisen als Kupfer arbeitet auch schon nicht mehr, weil alle Kisten voll sind. Das heißt, wir werden da uns auch drum bemühen. Aber ich muss ja halt den Käse ein bisschen wegkriegen, ne, um da dann das Kupfer reinzukriegen. Ja, deswegen auch erstmal das da. Wie schaut es eigentlich hier aus? Wie viele Zahnräder haben wir? Ja, schaut doch ganz gut aus. Das größte Problem ist eigentlich mehr mittlerweile, dass ich jetzt halt hier mein Nadelöhr habe und dass ich das verbreitern müsste. So, 40 Bänder hätte ich. Bringt mal, ja, so wie gesagt, in der untersten Reihe bringt es mal ein bisschen was. Wo wollte ich rumfahren? Da habe ich jetzt 8. So, das reicht ja hin und wann nicht. Zack. Aber wie gesagt, die Beschleunigung ist schon ein bisschen da. Aber ich muss natürlich auch noch die anderen Fließbänder machen. Auch Stahl. Das ist zum ersten Mal, dass ich vom Stahl mit der Stahlwurst bin. Aber ich habe diese Verteiler nicht drin, ne? Okay. Nee. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, die erste Produktion läuft, das haben wir jetzt verschnellert. Forschungen haben auch einiges gemacht. Fällt zwar fast nicht auf, aber doch einiges erledigt. Und vor allem den Nadelöhr da hinten rausgeschmissen. Und in 45 Minuten, also sozusagen am Ende in der nächsten Folge, müsste das Eisen weg sein. Das heißt, wir können dann da auch den Stein aufbauen. Sehr schön. Finde ich toll. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Kritik oder sonstiges, bitte in die Kommentare schreiben. Umso besser wäre ich oder auch nicht. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.